Jetzt haben wir natürlich auch die Nulllohnrunde. Sie haben es sicher verfolgt, die angesprochen worden ist politisch. Da hat man jetzt gesagt, zumindest auf Bundesebene sei das wichtig für die Spitzenvertreter, dass man da doch nicht die vollen Bezüge dann erhält. Jetzt heißt es von Seiten der FPÖ von Kickl beispielsweise, dass man das auch für die Länder einführen sollte. Was ist da Ihr Stand der Dinge zur Nulllohnrunde? Wie sehen Sie das auch bei den Ländern? Also man kann das schon machen. In Zeiten so einer hohen Inflation und vor allem auch der galoppierenden Staatsausgaben finde ich das völlig fair enough, dass man sagt, als Politiker bitte Zurückhaltung. Aber was mir fehlt, ist der Plan. Ich meine, der Finanzminister richtet aus, bitte auch Zurückhaltung bei den Löhnen, bei den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aus Sicht der Unternehmer, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, verständlich, aber er hat es ja selber in der Hand, indem er beispielsweise Lohnnebenkosten senkt. Und gleichzeitig werden die Pensionen um 10% erhöht. Ganz ehrlich, das ist in einer Schieflage, gerade auf dem Rücken der arbeitenden Menschen, der Steuerzahler in Österreich, die das alles am Leben erhalten mit ihrem Steuergeld. Ich gönne jeder Pensionistin und jedem Pensionisten was, aber was ist eigentlich der Plan? Das ist nur noch Populismus und Klientelismus. Und der Herr Kickl ist halt der Oberpopulist, aber ich habe gesagt, gegen wir die Landeshauptleute jetzt auch eine Nullrunde machen. Aber das sind auch nicht die wesentlichen Themen, um die es da geht. Da geht es nicht um Milliarden, sondern da geht es um ein paar im Vergleich dazu. Fair enough, machen wir das. Aber was ist eigentlich der gesamthafte Plan, um die Inflation in den Griff zu bekommen und zu sagen, gerecht die Lasten zu verteilen?